Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir fahren hier wieder über Kyrat, beziehungsweise in Kyrat. Und wir sind hier auf dem Weg zum guten Hulk. Ich glaube, so heißt er, ne? Hulk, ja. Hulk. Hulk. Wäre auch zu schön gewesen. Und da bin ich mal gespannt, was er so mit uns vorhat, der Gute. Ich fahre hier mal wieder ein bisschen Offroad, aber das kennt ihr ja schon. Und hier sind auch unsere Kollegen. Bleiben wir mal hinter denen, bis wir hier beim Hulk sind. Naja, nee, komm, wir beholen sie. Boah, hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, aber wir ziehen vorbei. Und hier müsste ich hin. Wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du. Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Die Affen und Bananen. Schnell, woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Pagans Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Und ich würde das von damals gerne wieder gut machen, das mit den C4-Westen. Den was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Und ich weiß wo. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter! Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp! Alles klar. Das heißt wohl, es geht mal wieder in die Berge. So wie es aussieht. Alles klar. Erreiche den Sherpa. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir müssen anscheinend in irgendeiner Höhle rumklettern. Um eine Statue zu finden. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Mal schauen, ob uns der gute Hurk und auch nicht einfach nur ausnutzt hier. Schon auch lange keiner Schlange mehr begegnet, ist mir gerade eingefallen. Die beißen auch so gerne mal. So, aber jetzt sind wir gleich schon beim Sherpa. Hier geht schon die Waffe weg. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder beim König hier oben. Ist hier noch eine Weste, irgendwas Schönes zu mitnehmen. Kiste, Wunderkerzen. Wunderbar. Alles klar, Sherpa, ich komme. Guten Tag. Bring mich in die Berge. Der Himalaya. So, wir sind wieder da. Und es geht auch direkt ab mit Action, nehme ich an. Boah. Übelst Glück gehabt, glaube ich, dass die mich nicht entdeckt haben. Finde die Affenstatue. Okay, hier ist ein größeres Lager. Das müssen wir wohl schön nacheinander einnehmen jetzt. Scouten wir erstmal. Luft habe ich hier genug erstmal soweit, so wie es aussieht. Ich kann sonst niemanden erkennen. Alarm scheint es hier auch nicht zu geben. So, Headshot. Die Action läuft schon. Okay, alle Spritzen schon rausgehauen. Das lief nicht so gut. Und einer kommt da immer noch. Aber jetzt habe ich mir erstmal Ruhe verschafft. Und kann die hier, glaube ich, in Ruhe looten. Oh,
auch die Munition auf jeden Fall mitnehmen, nicht, dass mir die irgendwann leer geht. So, nichts liegen lassen. Denn die Kohle brauchen wir ganz dringend. So, auch wieder Munition mitgenommen. Sehr schön. Hier muss ich wohl rein. Hier könnte eine Box sein. Nichts drin. Hier ist eine Kiste, aber sie ist leer. Alter, vermassel mir nicht die Tour. Warte, warte, warte. Halte deine blauen Eier fest. Wenn Vergans Gorillas noch da oben sind, wette ich Kohle gegen Jungfräulichkeit, dass die Statue auch nicht haben. Vielleicht liegt die Affenstatue noch irgendwo auf Eis. Oh, ja, warte. Ich habe mich gerade auf eine Idee gebracht. Voll das versteckte Wortspiel. Guck dir den Gletscher an. Was für eine Sau, ey. Jetzt muss ich hier hochklettern, ewig krass. Dabei wusste er es einfach und ich habe hier, ich hätte auch gleich hierher gehen können. Schwein. Schwein, 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 Schwein. So, ab geht's. Ich habe, glaube ich, irgendwas gesprengt damit, oder? Wo sind sie? Wo seid ihr? So, einer noch. Gleich kommt er her. Wo ist er? Komm schon. Okay. Gehen wir runter. Musik beruhigt sich. Es scheint eine ruhigere Lage zu sein gerade. Kann ich auch ein bisschen looten. So, mal schauen, was hier noch so geht. Ist da noch jemand? Könnte schon sein, ne? Zu looten gibt's hier nichts für mich. Okay, jetzt bin ich aber ganz schön tief schon in der Eishöhle. Richtig fetter mit einem Flammenwerfer war das. Krasser Scheiße, was mache ich hier? Ab geht's, wo ist der Rest? Lage beruhigt? Ich glaube schon. So, wir rüsten uns wieder aus mit Munition. Und durchsuchen alle. Wo ist der Dicke? Den Dicken hat's krass gesprengt. Komme ich da jetzt gar nicht hin? Ich kann den gerade gar nicht looten, da wo der jetzt hingefallen ist. Von meiner Explosion. Das ist ja krass. Schweinerei. Gut. Kann man nichts machen. Gehen wir weiter. Hier unten muss ich rein anscheinend. Da ist der Flammenwerfer. Ich könnte mir natürlich mitnehmen. Statt dem Granatdings, das ich eh haben kann, könnte ich auch den Flammenwerfer mitnehmen. Okay, so wie es aussieht, muss ich tauchen, Freunde. Dann würde ich sagen, ab ins Getümmel, oder?
Hoffentlich überleben wir das. Ich weiß nicht, wie lange wir hier Luft anhalten können. Ich sehe nur den Weg, den ich lang muss. Hier kann ich, glaube ich, Luft holen. Okay, lass uns durchbrechen, schnell. Ich brauche Luft. Okay. Kurz heilen. Weiter geht's. Oh Gott. Ich brauche Luft. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Sterb nicht. Halt durch. Boah. Puh, was ein Glück, gibt's immer diese Hohlräume zwischendurch mal. Okay. Okay, hier machen wir wieder mal eine Pause. So, puh. Alter, wo der Hurk uns hier hinschickt. Hurk, was machst du mit mir? So, den haben wir direkt aus dem Weg geräumt. Da stand nämlich direkt einer. Sehr schön, haben wir das gemacht. Oh, da ist schon wieder ein Dicker. Und ich habe keine Granaten mehr. Okay. Das war's aber an Gegnern hier, glaube ich, sonst. Okay. Es dürften nur noch die zwei sein. Okay, das war's auch für den. Bei denen ist es nämlich immer ganz cool, man muss hinten auf die Tanke schießen, auf den Tank schießen, den er da mit sich rumschleppt. Dann explodieren die am Ende. Und fetzen die so richtig weg. So, sehr schön. So wie es aussieht, muss ich hier was freisprengen. Machen wir. Bam. Okay, dann looten wir den noch. Finde die Affenstatue. Ist immer noch mein Quest. Okay. Hier hört sich nach Tieren an. Ich glaube, da gehe ich mal mit dem Flammenwerfer ran. Was passiert mit dem? Rastet der immer noch nicht aus, oder was? Doch, okay, okay. Das hätte mich auch gewundert. So, das Tier häuten wir mal kurz. Denn die Leoparden brauchen wir nämlich noch. Beschädigtes Fell. Ich darf die so nicht töten. Okay, das Fell habe ich. Aber das waren noch nicht alle. Ich höre hier noch einen. Wo ist er? Da ist er. Einmal nachladen. So, und die Affenstatue stehlen. Wo ist die denn? Wo soll die Affenstatue sein? Irgendwo hier oben wahrscheinlich.
So, mal schauen, was hier oben abgeht. Vielleicht ist hier noch ein Tiger. Aber ich höre gerade nichts und sehe auch nichts. Okay. Okay. Entkomme aus der Höhle. Da ist er. Entkomme aus der Höhle. Alter, ist das krass. Ich muss die alle töten, da führt kein Weg dran vorbei, okay. Ey, was ist denn das für ein krasser Raketenkrasser Spasti, ey? Eine Leiche überlasse ich den Tieren. Kurz entspannen. Alter, ist das krass, was hier abgeht. Oh Mann, und ich habe keine gescheite Waffe mehr jetzt. Okay, damit habe ich den außer Gefecht gesetzt. Und jetzt? Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, okay. Hat man gar nicht gesehen irgendwie, aber man konnte es erahnen. Okay, wir müssen hier dringend raus. An den, der dies findet. Wenn irgendjemand bitte Nachrichten... Wir können die Tiere hören. Hoffentlich sind es keine Raubtiere. Okay, ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss hier einfach nur raus. Ich hab's. Hol mich hier raus. Absolut, Mann. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln, aber komm nicht auf Ideen. Ich bin nicht. Hab's versucht. War scheiße. Ein Bulle braucht Auslauf, Mann. Ich brauch Auslauf. Boah, das war krass. Alter Schwede. War's das? Ich glaube, wir kommen nach Kyra zurück, ne? Das Ding in jedem Schlafzimmer. Mit den richtigen Aufsätzen. Totaler Indie-Moment. Hattest du einen Beutel Sand? Und hast die Statue durch den Beutel ersetzt, weil da eine Druckplatte drunter war? Nein. Nein. Aber es gab eine Schlangengrube? Schlangen? Im Schnee? Nein. Nicht? Oh, cool. War bestimmt trotzdem episch genug, um den Affengott zu besänftigen. Wenn ich die anderen finde, dann melde ich mich, okay? Es gibt noch mehr? Mhm.
Es hört nie auf. Okay. Du hast meine Nummer. Ja, die habe ich, Hack. Das stimmt. Und deine Adresse. Okay, das war jetzt ein bisschen creepy zum Ende. Die Nummer deiner Frau. Oh Gott. Echte Schönheit. Pass lieber mal auf, was du hier sagst, Hack. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge und vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt und wir sehen uns morgen in der nächsten Episode von Far Cry 4. Bis dahin, ciao! Ah, Mission ist gerade erst beendet. Jetzt, also bis dann, macht's gut, ciao!